So, einen wunderschönen guten Abend hier mit dem Spielen der Aesir Season Nummer 13. Und wir fangen heute an mit Curse gegen Virtus Pro. Eigentlich ja ESC gegen AL, aber das wurde mal wieder verschoben. Somit müssen wir dem Spiel vorlieb nehmen, aber ist wahrscheinlich auch kein so schlechtes. Obwohl Virtus natürlich mit der derzeitigen Form schon hier der haushohe Favorit ist. Curse schwächeln ja schon seit längerem. Scheinen aber jetzt so langsam aber sicher wieder sich gefunden zu haben. Und die Formkurve zeigt wohl auch wieder ein bisschen nach oben. Konnten letztens auch wieder ein Spiel gewinnen. Bin mir gerade nicht sicher gegen wen. Aber davor sah es ja wirklich ganz schlecht aus. Haben sie wirklich nur noch verloren. Und da war nichts mehr übrig von der großartigen Leistung, die sie mal gegen NiP abgeliefert haben. So, wir sind direkt live in der Pistole. Lag mit P zu 50 außen und Vorraumpush von den Finnen. Reflex gestorben schon da. Fox wahrscheinlich durch die Smoke gegeben. So gut reagiert eigentlich von Curse. Da auf den Halle gut zu spekulieren. Den Virtus ist auch Halle schon drin. Aber schöne Smoke am Cat. Weiß nicht, ob die über Fenster kamen oder über Dach. Aber sie kriegen die Frags nicht, machen sehr wenig Schaden. Dazu stimmt es auch noch. Skurk, Aslak beide noch eingemacht, aber Aslak stirbt auch Cat, Main. Mit Skurk an Cap, da wirklich keine Chance mehr. Der gegen drei Glocks sowieso nicht. Oder schon im Schacht abgefuckt. Schöner Headshot zwar nochmal von ihm, aber die Pistole geht an die Russen von Virtus Pro. Und das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr nachgeholtes Nachholspiel, kann man fast sagen. Denn wir sind hier noch Nuke. Das war die Map beim 6, beim 9. und 10. Spieltag. Mittlerweile sind wir beim 13., 14. Also dann danach dem Spiel hier gibt es Faculty gegen FM Toxic auf Cache. Neue Map. Bin sehr gespannt drauf. So, wird es in der Anti-Eco außen. Angel nur mit Glock. So, der Rest ist so Rampe versammelt. Geht jetzt auch schon Abgang. Fox schiebt mit außen hin. Auf ihn warten sie jetzt halt auch noch. Ah ne, vielleicht Halle rein, auch gut. Und Halle ist komplett frei. Fox kann da jetzt gleich legen. CT ist über Schächte. Oh, letzter ist angesagt. Oh, wird gemacht von Dossier. 2 zu 0 für Virtus. Flagge ist bei VP falsch. Stimmt doch jetzt. Ach so, ja. Kann man sehen, wie man will, ne? Außerdem, also erstens kann ich die nicht beeinflussen. Zweitens, ob man da jetzt eine russische Flagge hinpackt oder eine ukrainische. Das ist irgendwie rum wie numm. Ich meine, sind zwei Russen. Fox, Dossier sind Russen. Angel, Kucher, beides Ukrainer und Adrian halt ein Kasache. Von daher kann man da sowieso keine einheitliche Flagge finden. Und ich glaube, das wird die Flagge genommen, die auf der Ezea-Seite angegeben ist. Deswegen ist auch komischerweise bei Anexis eine deutsche Flagge, weil es halt eine deutsche Organisation ist. Muss man nicht verstehen. So, aber die Eco auf jeden Fall sehr knapp. Können die beiden aber noch machen. Haben beide 100 HP. Curse gut angeschlagen. So, Smoke zum Legen. Oh, Fox, schöner Move. Aber schöner Headshot von Aslak. Kucher nur mit MP7. Boah, kriegt auch direkt einen Headshot. Boah, krasser Move von Natu. Da direkt in seinen Tod gesprungen. Boah. Und Aslak bankt ihn. Sehr schön gemacht. Gute Eco von Curse.
Noch 4K von Aslak. Lässt vielleicht hoffen auf die Waffenrunden. Ich hätte die Weißrussische genommen, ja. Müsste so eine Ostblock-Flagge geben einfach. Oder man müsste halt so eine Flagge basteln aus dreien. So alle drei in eine bringen. So, schöner Move von Aslak. Boah, wird aber gut ausgemoved von Virtus. Schade, dass Angel ihn nicht komplett gekriegt hat. Bisschen bitter dort. Boah, die Banks zum Cat saßen leider irgendwie überhaupt nicht. Ich glaube. Nett, wie sich da fast gehittet wird am Antikett. So, Rampe wurde ein bisschen angegangen. Angel nach außen, das riecht also eher nach einem Halle-Go. Smoke von Dacia, glaube ich, zum Cat, oder? Ah, die lag leider nicht genau. Sind jetzt auch Halle drin, dort aufgeräumt. Schacht kommt einer raus. Ah, der ist auch gefallen. Angel ist der Schacht runtergegangen, Vorraum ist angesagt. Aber die Wirtus-Spieler extrem low. Das kann Kürze gar noch machen. NATO rückt eine Nahe in die Fresse. Schön gespielt von dem Würmchen, Türraumspieler. Da nochmal defensiv zu gehen. Und sehr viel Zeit raus, kann sogar den Flex setzen. Stark von Angel. Aber Naso jetzt gegen zwei. Und Angel ist low, er hat's Kit. Boah, angefaked. Sehr stark gespielt von Angel. Und nochmal der Fake. Ah, das müsste er schaffen. Doch, das reicht locker. Starkes 1-on-3 von Naso. Nette 3K. Aber da haben natürlich auch seine Mates guten Job gemacht. Sonst hätte er das wahrscheinlich nicht so easy gewonnen. 2-2 Bombe gelegt wird, das kann dementsprechend nochmal kaufen. Decoy aus, ne? Aslak auch mit AWP, sehr schön. Das, was ich mir sowieso schon immer gewünscht habe. So, wird es der zweite auf dem Dach. Bangen wieder ein bisschen. Reflex Spot, glaube ich, gedroppt runter und hat nicht genau die Palette hier getroffen. Reflex wird da gleich die Smoke auf die Pommes werfen und dann diesen Smoke Bug auszunutzen. Gute Flash. Reflex richtig blind, hält durch. Boah, kriegt keinen. Er hat komplett daneben geschossen. Retake aber instant überschacht von Kursk. Sehr, sehr, sehr starker Retake. Und Dossier jetzt gegen 4. Das kann er fast nicht mehr holen. Fallen ihn nicht über. Ah, ja, eigentlich kann das nicht machen. Gute Pose da von dem CT von Skurk. Wenn dann die Bombe bekommen. Er hat auch nicht mehr viel Zeit. Sieht doch so aus, ob er erst safen geht. Ah, 10 Sekunden. Skurk muss ihn da eigentlich gleich haben. Bratzt ihn da kaputt durch das Blech. Und die Führung sogar für Kürs. Ohne dass sie die Pistole gewonnen haben. Also sehr stark bisher. Präsentieren sich ganz solide. Wobei der Go gar nicht mal so schlecht war von Virtus. Hat Reflex da gut weggeflecht. Aber der Retake kam halt instant von Curse. So, wenn's laggt, müssen wir einfach reporten. Schießt aber auch gut. Zwei Schüsse sind dort. Oh, dritten Sätze.
Pose von Skurk. Dritten kriegt er nicht. Und Aslak dann doch noch seinen zweiten in der Runde geholt. 4:2. Aber das war eh eine Eco, von daher erwartungsgemäß. Eine schöne Decoy da von Aslak, da an der CDBS zu werfen. Smokes außen, schöner First Track. Boah, zweiten direkt hinterher. Sehr starke Arbeit, aber die Smokes liegen auch nicht gut. Vor allem ist es, glaube ich, nur eine. Boah, krass rund von Aslak. Da hat er zur alten AWP-Stärke zurückgefunden. Und jetzt noch der verzweifelte Versuch, Rampe zu gehen. Oh, da sind aber schon direkt drei da. Adrian macht nicht mal einen. Fox gegen 5. Oh, da wird auch direkt geholt von Reflex. Also krasse Runde von Curse, vor allen Dingen natürlich von Aslak. Aber wie gesagt, ich glaube, die Smokes, die waren nicht so prall. Die könnten besser liegen. Und wird das kann nochmal kaufen. Aber haben jetzt auch. Ich glaube, die 5 Runden in Folge wirklich verloren. Können jetzt also langsam jede Runde kaufen. Halle Rush. Ja, ob das mal so gut geht. Bisher eher nicht. Kassieren wieder die Frags. Aber wenn er jetzt noch geblockt an der Tür. Vorhaben wird auch schon gepusht. Also Virtus hat gerade richtig Probleme, hier irgendwie einen gescheiten Go zu finden. Oh, Nato pusht durch die Smoke. Ah, ob das mal so gut war. Angel reagiert direkt, nimmt Rampe ein. Sehr schön gemoved. Das hier kann einen Türraum abfacken. Tuntu rausgeholt. Wenn Angel jetzt noch Cat kommt. Oh, schade, dass das hier sich schon zeigt. Und jetzt hat Naso auch Fokus drauf. Sag mal, warum spielt er eigentlich Nasu? Fällt mir jetzt erst ein, auf. Moment. Nasu war doch inaktiv. Müsste nicht. Jetzt bin ich selber verwirrt. Alu, genau. Alu müsste doch spielen. Wo ist der denn? Keine Ahnung. Der steckt. Also im Team ist er noch. So, jetzt mal so ein kleiner verzögerter Halle Go. Aber es ist auch eine Eco. Skook aus dem Main. Und noch Blinz. Anti-Ecos laufen für Curse auf jeden Fall schon mal richtig gut. So, Virtus muss jetzt irgendwie Aslak aus dem Spiel nehmen. Oder mal direkt schnell was Rampe anspielen. Aber Halle klappt bisher auf jeden Fall nicht. Und außen sind sie bisher immer nur gegen Aslak gestorben. Den müssen sie eigentlich erstmal zurückdrängen und dann können sie irgendwas spielen. Ist aber nur allein außen. Was lag diesmal am Cat? Also er variiert auch. Vielleicht von Skurk, aber kein Go. Noch einer Schacht rein. Der könnte jetzt vielleicht aus dem Schacht rausflächen. Adrian ist auf jeden Fall angesagt. Rest nach außen. Das hier nach Schacht. Also es wird auf jeden Fall Halle gehen.
Jetzt sterben sie aber. Schon wieder gegen Aslak. Also der macht wirklich einen hervorragenden Job. Jetzt geht Kura doch noch runter. Also jetzt geht's doch Rampe. Glossia steht da schon am Radio bereit. Rampe hinten steht Nasu. Jetzt auch der Move von den unteren Spielern. Gegenflash, sehr stark. Muss er unter Cat aufpassen. Kommt weg. Gut gemacht. Boah. Vielleicht nicht gut genug rumgezogen. Nato gar nicht mal so gute Pose. Hat aber Support aus dem Schacht. 2-2. HP-Vorteil bei Virtus. Oh, Fox, Kura, die beste Position da eigentlich. Boah, schöner Refact direkt. Das kann Kura machen, das muss er eigentlich auch machen. Auf jeden Fall Positionsvorteil. Bombe liegt auch gut in der Mitte. Ernstgurk weiß genau, wenn er da nicht auf Frack geht, dann kann er es nicht machen. Kura hört das auch und macht's. Sehr stark gespielt von ihm. Dritte Runde für VP, aber trotzdem wieder sehr, sehr knapp. Also Kursi auf jeden Fall schon mal ganz gut unterwegs. Machen hier auf jeden Fall das Spiel gerade. Wieder schnell. Aslak war blind. Und diesmal liegen die Smokes auch gut. Oh, T-Dach stirbt mit Glück auch nicht. Oh, jetzt. Oh, bitter. Aber sie sind Abgang schon durch. Kriegen auch den Frag unten. Reflex da war da derjenige, der geschoben ist. So, unten hat man einen genommen. Die Bombe ist noch Vorraum. Jetzt ist die Frage, wo man hingeht. Ich natürlich unten. Oder halt über Schacht. Was ich auch immer ganz cool finde. Ja, man geht über Schacht. So, Cat oben ist defensiv. Verschießt. Hat aber noch genügend HP. Boah, Adrian mit Teamfrag. WTF. Boah, und Schacht angesagt. Muss abgeworfen werden von Fox. Boah, und jetzt wird die Runde unmöglich zu holen. Angel ist da auch nicht auf dem Kopf. 8-3. Sehr, sehr, sehr starke Hälfte bisher von Curse. Da muss Kura auch lachen. Ja, Aslak ich auf jeden Fall Man of the Match. Hat auch immer eine Decoy. Das ein bisschen zu faken. Diesmal aber keiner Vorraum unterwegs. Oh, Reflex nur einen gemacht. Boah, da gibt's aber dicke Gesichter von den Glocks. Nee, es waren eine AK sogar. Krass, so eine Runde holen sie, oder was? Nato springt. Oh, Angel wollte gerade sagen, springt in seinen Tod. Schöner Short Distance Frag. Boah, warum gehen sie jetzt runter? Er verschießt. Oh. Oh, wie gut wird es da moved. Oh, krass, ey. Alter, was Aslak schon wieder macht mit der Awe. Ist unfassbar. Schon wieder 3K von ihm. 24 Stats. Er macht auf jeden Fall das Spiel für Curse. Killmäßig da doppelt so gut unterwegs wie der zweitbeste wie Skorg. Scrum-mäßig gar nicht so weit entfernt. Aber Adrian, wenn man es mal vergleicht, auf der anderen Seite, ein Frag bisher nur, 4 lächerliche Score-Punkte. Hat da überhaupt kein gutes Spiel. Und so ein bisschen aggressiver angelegt. Und wieder stirbt man gegen Aslak. Warum Angel da auch rüberzieht, ohne dass man die Smoke abwartet, verstehe ich nicht. Da sind sie meiner Meinung nach zu fahrlässig. Duell von Fox. Boah, schön vorgeaimt. Gut darunter geduckt.
Jetzt das erste Mal auch die Überzahl. Man zieht sich wieder Vorraum zurück. Fox spottet Halle. Könnte eigentlich ansagen, dass er frei ist. Sie wollen aber Rampe gehen. Oh, Fox Halle eingemacht. Jetzt sollte er seine Mates hinholen. Warum ist Kura dann eigentlich Box raus? Okay, Box raus wäre sowieso nicht so gut. Also über Tür doch eigentlich ganz gut. Dossier legt er sehr schön an der Kiste, wo man weder von Main noch von Cat gesehen wird. So, Tuntu HP-Vorteil auf jeden Fall da. Eine über Schacht, eine über Main. Vielleicht sitzt es nicht so gut. Kura kann ihn setzen. Zweiter auch bekannt. Jetzt kann Kura einfach defensiv spielen. Warten, bis Dossier da den Contact hat. Keine Chance für Nato. Dossier macht ihn auch sehr stark runtergespielt. Wichtig von Fox dort, die Pommes zu halten. Auch wenn die Runde nicht gut losging, davon. Ich weiß gar nicht gerade, wer es war. Angel, glaube ich, war es. Der da außen so fahrlässig gestorben ist. Also richtig gefällt mir das Terrorspiel nicht. Jetzt gegen Aslak und was übrigens auch auffällt, er ist eigentlich immer allein. Und jetzt zieht er sich defensiv zurück, hat da Support. Aber ansonsten ist er eigentlich immer allein außen. Und das sind doch mal vernünftige Smokes da unten. Jetzt gibt es schon den Halle-Go. Also sehr schön, das geiles Timing irgendwie. Einen Abgang schicken. Ist allerdings gegen NATO gestorben und dann direkt der Halle-Go. Wurde aber gut aufgehalten von den CTs. Oh, schön abgelenkt vom Mate. Ah, schade. Den zweiten hätte Fox noch verdient. Oh, ein Angel über Rampe ist auch angesagt. Oh, krasse Flash. Der ist richtig Gold. Keine Chance gegen zwei. 10 zu 4 und wie gesagt, ohne Pistol. Kürz hat die Pistol verloren. Und das ist noch ein viel beeindruckenderes Ergebnis. Also ein 10-5 wäre jetzt hier eigentlich noch ganz okay für Virtus. Müssen sie eigentlich machen. Aber sie haben wenig Geld. Ich habe jetzt nur eine AK gesehen. Wie bei Kucha. Der einzige mit positiven Stats. Außen lässt man jetzt wirklich komplett offen. So, Halle Fake oder was? Ah, man schickt nur Fox allein rein und am Spot! Guck doch am Spot! Junge! Da kann man sich doch verstecken. So, Rampe gestorben. Unterzahlen unten. Bisher nur einer. Reflex ist das. Boah, da schießt er nicht gut. Kann nur einen machen. Das ist vielleicht sogar zu wenig. Weil die Bombe. Okay, ist so down. Kura hat sie. Man hat nur 40 Sekunden. Also man hätte sogar noch Zeit, irgendwie zurückzugehen zu können. Aber das schöne Pose von Skurk. Deckt da oben ab und wird jetzt auch gleich auf beide treffen. Boah, jetzt splitten sie sich wieder auf. Verstehe ich nicht. Boah. Krass aufgepasst von Adrian. Okay, es ist ein Fake von Adrian. Jetzt schiebt er wieder weg. Oh, einer unten an der Tür. Halt die beste Pose eigentlich, die er einnehmen können. Einnehmen kann. Oh, jetzt wird Schacht abgelenkt, dann Tür raus. Geiles Teamplay von Curse. Aber sie konnten den Fake nicht setzen. VP weiß natürlich auch, wo beide sind. Adrian verschießt. Kura weiß natürlich auch noch, wo beide sind. Oh, und kann den Frag nicht setzen. Also VP hat er irgendwie auch nicht so aimstark. Verlieren da wirklich jedes Duell. Auch wenn das richtig gut runtergespielt war. Richtig gute Idee. Hat auch soweit geklappt.
Boah, dann 11-4 ohne Pistol ist schon eine Ansage. Wer hätte das denn gedacht, dass Virtus heute hier so Probleme hat? Gegen den Curse, das in letzter Zeit wirklich mehr als geschwächelt hat. So, auf wen warten wir hier? Ah, einer ist sogar weg. Also Zeit für eine kurze Werbepause. Aslak heute mit Power-Riegel. Ja. Aslak 24, alter Schwede. Naja, nicht ganz, alter Finne eher. Gesagt, reporten, reporten, reporten. Kaum spielt Nasu, gibt Curse wieder. Ja, ist echt so, ne? Also merkt man mal wirklich, was für eine wichtige Rolle er einnimmt. Er muss ja nicht unbedingt Top-Fragger sein, aber allein wenn er gut schiebt, gute Moves macht, gut ansagt, gute Flashes gibt, gut Support, dann kann das im Team enorm viel weiterhelfen als einer, der einfach immer nur vorrennt und Headshots setzt und vielleicht nur so ein, zwei macht, aber sonst dann halt nicht so gut spielt. So, wen warten wir hier? Fox. Fox ist da, Aiden da. Dossier ist weg. Haben die irgendwas geschrieben? Dossier connected. Dossier connected. Ah, sauber. Er ist wieder da. Dossier 5. Ob ich dann noch Faculty gegen Toxic streame? Natürlich. Auf D-Cache. Hoffen wir mal, dass das Spiel jetzt hier nicht noch sich so ewig in die Länge zieht. Boah, da gibt's schon die Gotify-IP. Oh, ist das bitter. Da kann man jetzt eigentlich nur für ein schnelles Spiel für Curse hoffen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass Faculty nicht ganz so pünktlich anfängt, damit wir das Spiel hier wirklich noch zu Ende sehen können. So, es geht in die Pistol. Smokes bei Virtus. Schauen wir, was sie damit vorhaben. Außen Smoke. Angelegt.
Das geht halt mal überhaupt nicht auf, der Push. Kassieren direkt gegen Glocks. What? Alter, wie Kuchen hat er direkt kassiert oben. Krass, die Glock einfach so stark. Und die Runde wird halt super schwer zu holen. Jetzt auch Adrian gestorben, Angel, der Einzige, der hier noch irgendwie was ausrichten kann mit 100 HP. So, hat er auch wirklich... Ist auch wirklich auf Nummer sicher gegangen, dass er den Frag macht. Boah, schöner Headshot gegen die Box. Kurs weiß natürlich, wo er ist. Könnte spielen das auch gut defensiv runter. Keine genügend Risiko ein. Nasu zieht einfach rum, gibt X. Und das ist doch mal eine gute Ausgangslage, dass das Spiel hier ein schnelles Ende findet. Kürz mit der... nicht mit der zweiten Pistole, mit der ersten Pistole, die sie gewinnen. Trotzdem schon 12-4. Ich soll einfach switchen. Ja, mag ich eigentlich nicht so, aber ja, mal gucken. 4-5 Minuten hat Kürz noch, um hier die letzten Runden zu machen. Mal schauen, ob sie es schaffen. Ja, Premium Keys kann ich dann noch raushauen. Ja, heute kann ich das vielleicht mal machen, weil da ein paar mehr zuschauen. Und zwar könnt ihr auf meiner Facebook-Seite unter dem aktuellen Post einfach mal das Ergebnis tippen bei Faculty gegen Toxic. Derjenige, der es richtig tippt, der kriegt auf jeden Fall einen Key. Kann auch kurz den Link raussuchen zu dem Post. Uno Momento. So, den Post meine ich da und einfach mal euren Ergebnistipp. Für Faculty gegen FM Toxic natürlich, nicht für das Spiel. Und dann mal gucken, ob das jemand richtig tippt. Da haue ich auf jeden Fall schon mal einen Key raus. Gesetzt den Fall, es tippt halt jemand richtig. Ansonsten lasse ich mir noch was einfallen danach. Boah, krass, wird es auf Famas gegangen? First Track auch bekommen. Ist noch sehr, sehr defensiv auf dem T-Dach. Schieben jetzt gemeinsam außen. Oh, Angel mit Risiko. Ah, zu viel Risiko. So, 45 Sekunden haben sie noch. Müssen sie langsam mal. Schieben mal zurück. Sie sind sich, glaube ich, selbst gar nicht einig, was sie machen. Doch sie wollen auf jeden Fall Halle. Sonst werden sie da jetzt nicht noch auf dem T-Dach mit Flashes. Nasu eine und Natu eine. Alle blind. Boah, das ist ja echt Gold. Nein, da wird nicht mal Box gecheckt. Das muss man da machen. Oh, und Adrian gegen 2 mit Max 7. Auf die Distanz natürlich nicht so gute Chancen. Boah, der Fisch schießt doch direkt den ersten und Nasu gibt Headshot. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel auch von ihm. Also Aslak wirklich MVP auf CT-Seite. Nasu vielleicht so der geheime MVP des heutigen Spiels. Mit ihm scheint es wirklich enorm viel besser zu laufen. Und ich weiß echt nicht, ob er jetzt schon wieder back ist oder ob Alu nur keine Zeit hat. Weiß es nicht. Ja, und da ging die Farmers-Runde in die Hose, auch wenn sie den First Track bekommen haben.
meine, ich habe das richtige Cash. Sollte eigentlich alles passen. Okay. Alu's gone for weekdays. For the weekdays? Of entire February. Ah, okay. Also hat unter der Woche keine Zeit. Das heißt, also wirklich nur Stand-in. Aber mit ihm läuft es halt mal 5000 Mal besser. Oh, wie knapp die Runde schon wieder ist. 7 und 9 HP. Gute Nade. Oh, schöner Plant und nahezu Headshot. Das ist krass. Sie holen aber auch jede X und X-Situation und geben halt einfach nur X. 5:4 der Spielstand. Letzte Chance wird es hier noch irgendwie zurück ins Spiel zu finden. Da geht mein Tipp heute auf jeden Fall schon mal wieder dick in die Hose. Bei Faggity ist auf jeden Fall noch Warm-up. Ah, von daher dort drüben noch nichts verpasst. Das nenne ich aber mal vernünftige Smokes. Oh, die Nate. Die hätte eigentlich gut gesessen. Fox mit Eiern. Oh, schade. Ich dachte, er move da in den Abgang rein. Was ist das denn da? Schade, Fox Frack verpasst. Ich hätte alleine. Ja. Allein um Todi. Angel deckt unten. Oh, das ist ja geil. Was ist denn das für eine coole Posi bitte von Dossier? Die ist ja dick. Kannte ich so noch gar nicht. So, ich glaube Rampe nee, Fox außen Garage gestorben. So, wo geht's jetzt hin? Aslak übrigens mit Terrorarme. Rampe-Split oder Halle-Split? Halle zu gehen. Vielleicht über Pommes, vielleicht über Dach gab's. Zieht die Schacht frei. Oh, Reflex muss am Boden aufpassen, macht er nicht. Aslak trifft auch nicht. Jetzt eingemacht und dann direkt Angel von hinten. Sehr starke Runde von Virtus. Coole Pose auf jeden Fall von Dossier. Würde mich mal interessieren, wie der hochkommt. Natürlich kann er über Anti-Cat und dann einfach droppen. Andere Frage ist... Ja, von Schacht kommt man nicht allein, ne? Und hier... Was gehört man hier rauf kann? Ich glaube nicht. Was mich interessieren würde, ist, wenn man auf die Box geht, dann auf den Schacht springt, auf man vom Schacht da hoch kann. Aber so... dürfte nicht gehen. Dürfte zu hoch sein. Ah, trotzdem. Interessante Ecke. Interessante Kante dort. So, schnelle Halle go über Tür. Buche richtig blind am Spot. Und Curse passt auch auf. Schnelle Retake von Virtus, aber Adrian, es kommt nicht über Schacht. Halle wurde auch, Cat wurde auch gegengeflasht, beziehungsweise liegt jetzt der Smoke dort. Heißt, null Chancen für Curse, für Virtus da, für Fox. Irgendwie auch nur annähernd was zu sehen. Auch die schöne Retake-Flash. Und Fox springt da in seinen Tod und Curse macht sogar eine 5-Runde am Ende. Sehr, sehr, sehr starkes Spiel von ihnen. Wirklich Respekt an Curse, haben mich heute super überzeugt. Curse da sehr gut aufgespielt, wird es in die Schranken gewiesen. Wirklich sehr überzeugend. Hätte ich auch so nicht erwartet, dass Virtus hier so heute so untergeht, aber aim-technisch heute wirklich ja, eine Klasse schlechter als zum Beispiel gestern oder halt im Verlauf der Fnatic Frackout League. So, und ich switch